Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play 7 Days to Die mit der Alpha 21 Experimental Version. Ja, wie ihr seht, sind wir eigentlich hier auf großer Nachtwanderung, da mich anscheinend der Trader aufgrund eines Bugs, schätze ich mal eben knapp 2,5 Kilometer weiter teleportiert hat. Und ich jetzt hier so ein bisschen weiter durch die Pampa reisen darf. Mein Fahrrad ist natürlich kurz vor dem Trader, also weit, weit weg. Wir haben es mitten in der Nacht und ich versuche jetzt quasi zu Fuß wieder nach Hause zu trampen. Mal gucken, ob mir das unbeschadet gelingt. Bisher hatte ich Glück, keine weiteren Zwischenfälle. Und wie man sieht, werde ich versuchen, hier das Gebirge, wobei vielleicht habe ich es ja auch gleich geschafft und dann geht es nur noch bergab. Boah, ich jetzt hier ewig und 3 Tage außen drum rumgehe. Naja. Geschafft sieht anders aus, aber komm, versuchen wir es. Wie es halt ist, ne? Ausdauer könnte immer ein Ticken besser sein. Ich kann ja noch mal gucken, ob ich einen Punkt habe. Hey, ich habe sogar 3 Punkte. Wow. Okay. Dann wäre doch mal vielleicht. Wo ist denn das hier mit dem Ausdauer? Standhaftigkeit. Wir geben. Braucht er echt Level 4? Dann nehme ich lieber hier nochmal einen Punkt. Da habe ich schon. Und Prügelpeter kann ich auch nicht mehr. Dann wird es halt die Beweglichkeit. Mal gucken. So, wer jetzt gedacht, es geht nur noch bergab. Da unten ist unser Weg. Da müssen wir hin. Nee, nicht dahin, sondern dahin. So viel Zeit muss sein. Wenn sich schon mal ein Huhn hier oben hin verirrt, hätte eh nichts gefunden. So, jetzt nicht die Füße brechen. Ach, da ist ein Zombie. Dem werden wir jetzt wenig aus dem Weg gehen können, aber ich denke, der wird jetzt auch nicht das Problem darstellen. Ist auch nur ein normaler Zombie. Keine Schreithand oder irgendwas in diese Richtung. Bergab ist ja erfahrungsgemäß immer ein Ticken schneller. Guck mal, direkt hier noch ein Lager. Das werde ich aber umgehen. Ich muss ja nicht mich mehr aufmerksam machen, als ich hier in der Nacht eh schon eine sichere Zielscheibe bin. Da haben wir es. Na los. Ah! Wo ist es? Wo ist es? Ordentlich getroffen, hier, doofe Ding. Naja. Ich habe ja ein paar Verbandsmaterialien. Wenn es nur dabei bleibt, naja, mein Gott. Lief doch bisher ganz gut. Hab nur noch 1,5 Kilometer vor mir. Ist ja ein Klacks. Da hinten ist ein Holzfäller. Nee, Tourist. Ach nee, auf den habe ich jetzt keine Lust. Die sind auf jeden Fall in der freien Wildbahn jetzt auch häufiger. Hatte ich sonst, glaube ich, nur in der Wüste, aber im Wald? Na, hat er mich? Ja, hat mich. Nächsten. Gott, das ist noch so weit bis nach Hause. Hat auch mal was Meditatives, so sich die Gegend anzugucken, zu schauen, was so links und rechts von einem so passiert. Da ist noch ein Gebäude und da noch ein Zombie. Dafür kann ich das jetzt looten. Ich bin auf dem falschen Weg, merke ich gerade. Ich muss da lang. Genau, und zwar, da ist meine Base. Jetzt haben wir es so weit geschafft, das schaffe ich jetzt auch noch. Hat auch noch mal einen gewissen Nervenkitzel, einfach mal so nachts durch die Gegend zu latschen.
Aber wie man sieht, ist jetzt auch nicht so wild gewesen. Schon wieder eine Schlange? Ja, läuft hier, ne? Wer braucht Hühner, wenn einem die Schlangen hier vor die Nase laufen? Oh, oh, oh. Ha! Na, jetzt kann ich aber hier aasen. So viel Fleisch. Ich hoffe, ich kriege das alles mit nach Hause. So, da gehen wir mal wieder gemächlich einen Schritt weiter. Einmal Signalfeuer für den Fall, dass die Zombies mich übersehen könnten. Der Hase hat es auf jeden Fall nicht. Und der Zombie bisher, naja, doch. Und das war es, kurz und schmerzlos. Guck mal, ein Baumstumpf. Vielleicht finde ich ja nochmal Honig. Nein. Soll mir nicht vergönnt sein. Dann ein anderes Mal. Guck mal, 4 Uhr. Bis 6 Uhr schaffe ich es bestimmt bis zum Trader. Gottes Willen. Haben es fast geschafft. Ist gar nicht mehr weit. Nur noch ein klitzekleines Stückchen. Mein Fahrrad wartet auch auf mich. Ganz brav. Bogenteile. Die wären schon nicht so verkehrt. Dumm, die dumm. I'm singing in the rain. Just singing in the rain. Nur noch ein bisschen. Da ist es. Genau deswegen habe ich die rosa Farbe gewählt, weil man es halt von weitem schon erkennt. Endlich, mein fahrbarer Untersatz. Die Questaufgabe habe ich angenommen. Aber wir gehen erstmal zurück. Ganzen Promille loswerden. Puh, schwere, schwere Geburt. Mann, Mann, Mann. So, auf zur Quest. Die da ist da. Also wieder ein Stückchen zurück. Der davor auch schon lag. Wer weiß. So, dann nehmen wir uns das Haus hier mal vor. Ist ja recht übersichtlich. Verschlossen, natürlich. Na, spawnt das nach? Jawohl. Hallo. Ist er doch tatsächlich nochmal aufgestanden. Ja, war überschaubar. Auto haben wir ja auch noch. Nehmen wir mit. Ein Nestchen. Da waren wir schon mal. So, jetzt ist die Frage, wo geht's hier rein? Hintereingang? Sieht mir aber eigentlich auch nicht so aus. Da machen wir uns halt einen Weg. Ist ja jetzt nicht so, dass das nicht möglich wäre, ne? Zombies umnieten können wir auch. Da muss man jetzt sie explizit anklopfen. Okay, eigentlich ist das wahrscheinlich der Ausgang, aber mein Gott. Ging ja so auch. So, mal sehen, wie lange das hält. Schicker Blumenstrauß. Topfpflanze. Da geht es auf jeden Fall nach unten. Das machen wir nachher. Oh. Boah. Ich glaub's ja nicht.
eiskalt erwischt. Naja, war halt nicht so vorgesehen, dass ich von rechts komme. Aber schon okay, ich kann damit leben. Wow. Drei gegen eins, das ist unfair. Voll unfair seid ihr. Ich hab's aber trotzdem geschafft. Korrigiere. 4 gegen 1. Boah. Sowas. Aber hey, alle Türen sind offen. Hat da auch mal was. Schön Bücherstapel. Schlagringe und Knüppel. Siehst du, da wollte ich mir auch nochmal einen Baseballschläger machen. Guck mal. Stufe 5 kann ich schon. Hier ist leider nichts mehr zu holen. Da geht's nochmal weiter. Und hier sind noch ein paar Bücher. Was haben wir hier? Arbeitsstation. Und Küchen. Aber einen Keller wollte ich auch noch. Muss ich nachher noch mal reingehen. Guten Tag. Oh Gott. So, mal gucken, wie hier der geile Stuff aussieht. Och, ist aber... War jetzt nicht so schwer, muss ich sagen. Für so viel Zeug habe ich manchmal schon mehr tun müssen. Hungrig bin ich. Gut, dann darfst du das essen. Tja, dann würde ich schon fast sagen, gehen wir eigentlich nach unten in den Keller. Beziehungsweise eigentlich dürfte da ja gar nicht mehr so viel jetzt sein. Wir haben ja so gut wie alles. Oh, 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 oh. Nein. Boah. Puh. Doofe Vieh hier. Au. Ich hab dich viel eher getroffen. Warum schlägst du nach? Denn ist hier nicht mal was Brauchbares. Sowas. Aber dann weiß ich für nachher, dass hier auf jeden Fall ein Hund ist. Offensichtlich ist da noch jemand. Das war ja jetzt einfach. Na gut. Wenn das so sollen sein soll, so. Dann wird das wohl schon richtig sein, nicht? Kriege ich hier irgendwas? Eisenpfeil, meiner. Oh, Kiste? Nö. Na gut. Tja, wenn man vernünftig aufgepasst hätte, hätte man auch gesehen, dass hier ein Eingang ist. Egal. Denn halt jetzt. Ey, ich war so leise und du stapfst da jetzt raus. Das ist ja auch komisch. Oh, blau. Jawohl. Nochmal ein Mod. Jetzt habe ich einen Lauf hier.
Und Farbe, haufenweise Farbe. Oh, blau muss ich mir gleich hier. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Komm, den machen wir blau. So viel Platz habe ich ja mal wieder nicht. Mal wieder. Au! Der kann offensichtlich genauso rausspringen wie der Säbelzahntiger da. Mal guck, hier ist meine Kiste. Fertig. Guck mal, hier ist noch der andere Hund von vorhin. Ob das so sein soll? Sollen sein tun hier? Hallo. So, schon sind wir fertig. Da liegt doch noch wer. Oh, kann man wieder nur eine begrenzte Anzahl hier aufnehmen? Das hätten die auch mal anpassen können. Meinen Pfeil kriege ich auch nicht wieder. Aber mal gut, man kann ja nie alles haben. Alles noch handelbar. Komm hoch. Nimm dies. Keiner legt sich mit mir an. Jawohl. Nein. Ey, was habe ich jetzt gemacht? Nein, nein, nein. Nicht tragen oder irgendwas. Ah, Wahrnehmung plus eins. Ich meine, da habe ich schon eine. Oh, schade. Diesmal keine Bücher. Das wäre doch schön gewesen. Dann gehen wir mal zu dem geilen Stuff. Jetzt nicht so die Herausforderung, muss ich sagen. Ah! Du bist neu. Du warst da vorher nicht. Was hast du hier zu suchen? Das ist meins. Ah. Lustig. An Geiern, ja, finde ich prima. Das können wir mal glatt zerlegen. Und den kriegen wir hier auch noch irgendwo unter. Nämlich da. Jetzt hoffe ich hier auf diese coole Shotgun-Messia-Kiste. Dumm Gewehr. Ja, komm, man muss Prioritäten setzen. Und jetzt nur noch hier elektrische Teile gedöns und ja, mein Gott, was soll da schon groß drin sein? Rezept. Und Robotik und ganz zur Not zerlegen wir die und
Ah, ich hätte dich ja fast übersehen. Klingen ist auch prima. Und Stahlvorschlaghammerteile, ja. Du reißt mir. Ab nach unten. Und nach Hause. Verschlossen, okay. Dann halt durch den Hinterausgang. Da müssen wir noch rein. Guten Tag. Nett, ihre Bekanntschaft zu machen. Da ist auch schon alles gelootet. Gibt es auch nichts Spannendes. Dann noch einmal die Kisten und den Briefkasten. Oh, packen wir nur ein, zwei Sachen weg, weil ich ja eh überfüllt bin. Born Bär. Das ist aber cool, wenn ich jetzt den Bär erlegen würde, weil dann kriege ich Testosteron, dieses Gedöns, und kann mir dann eine Zigarre herstellen, mit dem ich wiederum besser beim Trader verhandeln kann. Das ist ein Zombie-Bär. Uiui. Ich glaube, der nimmt eher hier das Haus auseinander. Tja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Like freuen und ja, auch wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, eure Bora.